Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part hatten wir die Arenaleiterin Geraldine besiegt und das war's auch eigentlich, was wir im letzten Part gemacht haben. Wir hatten auch außerdem die Stadt erforscht. Das war's aber eigentlich auch, ne? Eigentlich recht gechillt. Und in diesem Part werden wir uns hier weitermachen auf der Route 7 und dann hier müssen wir Professorin Esche suchen, denn die befindet sich im Turm des Himmels und aus irgendeinem unverständlichen Grund muss ich nach ihr suchen, ne? Und ja, das werden wir machen. Und hier ist sofort so ein Dingmeister, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Warte, ich muss gucken, wie die heißen, damit ich die immer beleidigen kann, wenn ich gerade Lust dazu habe. Warte. Züchter, stimmt, wie kann ich das vergessen? Manfred! Pikulente, okay, ich dachte schon, okay, chillig. Und es regnet, ey, es hatte vorhin hier nicht geregnet, war Schloss hier. Okay, gut, dass wir Donnerschlag haben, können wir das Ganze hier ganz flockig über die Bühne bringen. Diese Route hier, Route 7, beinhaltet sehr viele Trainer, wie ich mich noch, so wie ich mich erinnern kann, das klingt falsch, ne? Ja, egal, ihr wisst schon. Sorry. Ey, ich hatte schon lange nicht mehr gerübs während den LPs, es wird wieder Zeit, ne? Ja. So, also wie ihr seht, läuft das Ganze hier recht flockig ab und ich weiß gar nicht, warum einige Leute hier immer rummotzen, dass ich zu schwach wäre. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Leute. Ich werde so weiterspielen, also guckt, chillt euer Leben, macht, was ihr wollt, aber ich werde auf jeden Fall so weiterspielen, denn es macht mir so Spaß. Nur so macht es mir Spaß, wenn ich etwas untergelevelt bin und nicht derbe. Oh nein, hier ist so ein Pilz. Dang it, dude. Ich glaube, warte, wann kommt unser nächstes Mitglied zu uns überhaupt? Muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also wir haben jetzt 3 Stück in unserem Team. Es kommen noch 3 weitere. 2 kommen recht am Ende. Und der nächste kommt, ich glaube demnächst. Ja, okay. Ich glaube, er wird im, entweder dem nächsten oder den übernächsten Part kommen. Ich würde aber sagen, immer im übernächsten, ne? Oder sogar im überübernächsten. Irgendwann recht spät. Egal. Ja, es wird das Wasser-Pokémon, das ich erwähnt hatte. Jetzt könnt ihr bestimmt auch raten, aber ich werde es euch nicht verraten. Also, falls einige immer noch fragen, welches Teammitglied willst du noch nehmen, sag ich, ich sag immer das Gleiche. Ich verrate es euch nicht. Es wäre viel zu langweilig, ne? Es wäre doch voll uncool, so zu sagen, was ich bekommen würde. Und ja, ich habe dir mir Hammerarm beigebracht, habe ich ja schon erwähnt. Was man noch sagen kann, ist, Hammerarm ist etwas riskant, da die Initiative des Pokémons leider sinkt, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, okay. Also, Hauptsache, sie sinkt nicht drastisch oder so. Das wäre schon etwas übel, aber so, hiermit kann ich schon leben. Sie bekommen alle Erfahrungspunkte und ich werde ja einfach weitermachen mit Hammerarm. Ich glaube, das kommt gut an bei denen hier. Sofort tot, yeah, bitch. Ja, ich habe auch, glaube ich, jetzt die Möglichkeit, meinem Boss-Ape Low-Kanonade beizubringen. Seine Special-Attacke, die Feuerattacke halt. Und ich weiß aber nicht, ob ich ihm die beibringen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine physische oder eine Spezialattacke ist, so vom Angriff her, ne? Ich muss das mal so überprüfen danach. Und dann gucke ich, ob ich die ihm beibringen kann. Dann ist es schon riskant. Low-Kanonade ist so, dass man, wenn man die einsetzt, eine Runde danach, glaube ich, auslassen muss. Aber die Stärke der Attacke ist 150, würde ich sagen. Ich glaube schon. Wow, geil. Ein Seebrit. Nee, das will ich mir nicht merken. Ich nenne den Ele Zebra. Fertig. Fertig und aus. Ey, der leuchtet ja gelb, ne? Ist cool. Also ab und zu, ne? Wie? Was los mit dem? Du hast doch was geraucht, ne? Wie kommt er auf die geile Idee, mich anzugreifen? Also Respekt schon dafür, dass er sich gegen ein Pokémon, das 10 Level über dem ist, messen will. Aber, nee. Außerdem sind wir männlich und das Pokémon war weiblich, also da kann man sofort wissen und, also man sollte schon wissen, wer der Sieger sein wird. Der Visokasse klingelt mal wieder. Sehr schön. Hallo, ist da Bladus? Das ist also deine Musikrichtung, was? Gar nicht schlecht, Bladus. Musik zaubert einem einfach immer ein Lächeln aufs Gesicht, hab ich recht? Oh, da ruft mich gerade ein Kollege. Ja, dich ruft auch immer wieder ein Kollege, was, Sabine? Ich meine, ich denke wirklich, du hast ein Problem. Mit dir stimmt was nicht, ne? Dir geht's überhaupt nicht gut. Sag mal, hast du dir denn schon einen Emolga geschnappt? Eigentlich nicht.
Also, falls du eine Molke hast, würdest du es vielleicht gegen meinen Brokkolos tauschen? Nö. Also, ich würde sowieso keinen Molga gegen einen Brokkolos tauschen, das wäre dumm. Schon der Anblick zweier spielender Pokémon macht einen Trainer froh. Es geht an sich, also mich so nicht, aber... Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ein richtiges Pokémon besitzen würde, würde ich mich bestimmt freuen. Aber so im Spiel selber nicht wirklich. So, hier gibt es noch eine versteckte Lichtung. Ihr seht hier die zwei Bäume und die müsst ihr einfach mal ansprechen und schon könnt ihr hier hinein. That's what she said. Keine Ahnung, was es hier gibt. Werden wir uns einfach mal ansehen. Hier gibt es nur ein Item, Superschutz. Okay, chillig. Kann ich nicht wirklich viel damit anfangen, denn ich habe offscreen vorhin alle meine Items verkauft. Und wir haben sehr viel Geld bekommen. Also wirklich sehr viel Geld, ne? Ey, da wackelt Gras. Das möchte ich aber jetzt überprüfen. Komm, runterspringen. Was glaubt ihr, ist es? Ein Ohrdoch. Okay, bei dem bekommt man viele Erfahrungspunkte. Das werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Mit einem Hammer sollte der auch sofort tot sein. Ich möchte aber hier noch nicht so krass viel Zeit verlieren, denn hier gibt es noch viel zu sehen. Hier gibt es noch sehr viele Trainer auf dieser Route. Und ich hätte schon so gerne vor, die mir alle vorzuknöpfen, so, ne, an sich. Das wäre so nicht übel. Piep, piep. Ey, man bekommt so viele Erfahrungspunkte von dem Teil, das ist so der geile Wahnsinn, Mann. Hi Mäuschen, how you doing? Komm her. Ein Dreierkampf, 3 gegen 3. Bist du bereit? Ich bin bereit, los geht's. Ey, geil, ein Dreierkampf. Also Dreierkämpfe mag ich, die sind cool. Okay, sie hat Picolantis. Picolantis werde ich die nennen. Und ein Fassersnob. Ja, also das Fassersnob hat zwei Formen. Ich glaube, im männlichen oder und im weiblichen sieht es dann anders aus oder so. Ich kann mich auch wieder irren. Also ich denke auf jeden Fall, dass es so ist. Ich boxe den mal mit einem Donnerschlag. Hier reiße ich mal was mit einem Elektroball auf die Ente hier. Und mit Aaron gehe ich dann auch auf Donnerschlag in dem auf der Mitte. So. Okay, gucken wir uns mal das Ganze an. Ich denke, die sollten alle sterben, außer vielleicht Fassersnob. Der könnte das Ganze vielleicht überleben, da er entweder Scanner einsetzt. Ah nein, der hat das dann schon längst eingesetzt, stimmt. Ne, dann glaube ich aber, dass sie alle sterben werden. Ja, der stirbt auch. Der andere sollte natürlich auch sterben, ne? Würde mich stark wundern, wenn nicht. Und Bossape erreicht schon seinen nächsten Level, sehr gut. Und Elevolkit auch. Okay, sehr gut, sehr gut. Also ich sehe jetzt, dass Aaron eigentlich am schwächsten so ist von den Level her. Werde ich das jetzt mal ändern. Ich werde den auf der Front lassen, damit er etwas kämpfen kann. Verflixt nochmal, Manfred. So. Gucken wir uns mal das Ganze an. Wer hat jetzt von euch Drecksacken Epital? Du hast den Epital. Gib mir den Epital, Mann. Ja, ich werde einfach Aaron hier setzen und den auf den zweiten Platz lassen. Dann können die beide trainiert werden durch Epital halt. Warte, ich werde kurz den Itemradar einsetzen. Aha, irgendwo gibt es ein Item. Ich glaube, das ist irgendwo im Arsch der Welt, wo das Item ist, ne? Wow. Ansonsten, Leute, wie sieht's aus bei euch? Chillt ihr ab und so? Ich hoffe es. Also ich chill ab. Heute ist Sonntag, heute ist cool. Cool Tag. Sonntag ist cool Tag. Nee, irgendwie mag ich Sonntag nicht. Also früher mochte ich es gar nicht, ne? Also da lief wirklich nichts. Da war man einfach zu Hause und hat einfach nichts gemacht, ne? Jetzt geht es so einigermaßen, ne? Also man kann schon jetzt die Zeit irgendwie totkriegen, totschlagen, indem man sich einfach Videos reinzieht und einfach mit Freunden abhängt und irgendetwas macht. Aber irgendwie früher habe ich irgendwie nie was gefunden. Ich weiß auch nicht warum. Und es ist wirklich der Tag, den ich am wenigsten mag. Ich weiß auch nicht warum. Bestimmt, weil nichts läuft, ja. Irgendwie ist es immer ganz ruhig am Sonntag. Ne? Es kommt mir vielleicht so vor, aber vielleicht auch nicht. Kann mich irren. Also wie sieht es bei euch aus? Was macht ihr so am Sonntag? Ich würde mich schon interessieren. Vielleicht kann ich mal ein Beispiel an euch nehmen und etwas Sinnvolles machen. Außer natürlich aufnehmen. Aber das macht ja immer Spaß. Ne? Also Let's Plays sind schon eine geile Sache. Also wirklich, falls ihr Bock habt, könnt ihr auch damit anfangen. Ich würde es euch natürlich herzlichst empfehlen. Aber wirklich nur, wenn ihr auch etwas könnt. Ja, am besten, wenn ihr wirklich schon so einigermaßen reden könnt. Ne? Sagen wir so, ich würde es keinem raten, der unter 14 Jahre ist, ein LP zu starten. Ne? Also das klingt einfach unreif und ich weiß nicht. Also ich würde es mir nicht wirklich gerne ansehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mich ein 12-Jähriger gut unterhalten könnte. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist einfach so. Da fehlt einfach die Reife, das gewisse
Das, die Weisheit, das etwas, ne? Was lernt der Heilwoge? What the hell? Nee, lass das mal sein, ne? Nicht mit mir, ne? Da kommst du nicht durch hier, ne? So. Okay, sehr gut. Und was macht dieses Kind hier in der Landschaft? Ich hab keine Ahnung. Wer setzt denn sein Kind einfach mal schön auf der Straße? Ich hab keine Ahnung. Das verstehe ich irgendwie auch gar nicht, ne? Also ich fand die Trainer in den letzten Spielen sahen schon viel besser aus als hier, ne? Also da, ich weiß nicht. Kinder haben hier wirklich gar nichts verloren. Mit Teenagern komme ich noch klar. Also wenn die Trainer Teenager heißen, damit kann ich leben. Denn die sind in dem Alter, wo man halt Bock auf alles hat. Aber bei Kindern und Kämpfen? Ich denke, da ist man schon etwas weit gegangen, muss ich so sagen. Hier ist ein weiteres Kind, ne? Ich bin ein Pokémon. Das kann ja nur von einem Kind kommen. Vorschülerin Lola. Ja, Mäuschen, gehen die Schule. Das hier ist auch gar nicht so schlecht, das Flampio, ne? Sollte ich auch mal trainieren. Wäre auch gar nicht so dumm. Also ich werde dieses Spiel hier, ich fange an es zu mögen, ne? Also egal wie dumm es klingt, auch die Pokémon in dieser Generation. Ich habe ja mittlerweile die schwarze Edition durchgezockt und jetzt bin ich auch mit der hier im Gange und langsam aber sicher fange ich an, die Pokémon hier zu mögen. Wird aber irgendwie Zeit, ne? Also bei den anderen Editionen ging das recht schnell, ne? Also die hat man einfach gemocht oder eben nicht. Aber in der hier mache ich mich aber wirklich so schwer. Und ich werde jetzt definitiv einen Top-Schutz aktivieren. Schulz. Das sind mir schon viel zu viele Kämpfe hier, ne? Das darf es aber auch gar nicht geben, was hier alles abläuft, Mann. War schon das. Okay, warte. Sofort aktivieren. So geht das nicht, ne? So geht das nicht. Wo sind sie, Manfred? Top-Schulz. There we go. Mehrzwecktasche, ja, die werde ich dahin klatschen. Ja, hier kann man so eine Tasche machen, ne? Die kann man dann so machen, dass man die halt so hier hat, in dieser extra Tasche, wo man sie schnell findet. Finde ich recht gechillt. An sich. Ich glaube, man kann sie auch. Nein, also. Ich denke, man kann sie auch hier irgendwie so machen, dass man die auch von hier aus benutzen kann. Sicher bin ich mir nicht, ich denke es nur. So. Hier gibt es ein verstecktes Item, Beleber, habe ich mir noch gemerkt. Da oben wackelt Gras, aber ich werde mir jetzt bestimmt nicht das Gras angucken, ne? Hier gibt es Menschen. Labern. Dein Pokémon-Team sieht ein bisschen müde aus. Du solltest ihm eine Pause gönnen. Ey, danke, Mäuschen. Sehr nett von dir. Du bist ja voll gechillt drauf. Was gibt's bei dir? Vor langer Zeit, als ich und meine Frau noch jung und schlank und trank waren, ja, das ist voll cool, hat unweit von ihr ein gewisses Pokémon Boreos und Voltolos eine Lektion erteilt. 30 Jahre hatten wir danach Ruhe von ihnen. Ich zeige sie dir. Das ist Boreos. Und das ist Voltolos. Und wo ist das dritte? Der Name des Pokémon, welches jene beiden Streithähne wieder zu Reson rief, lautet Demetoros. Das hier ist es. Okay, jetzt haben wir alle drei. Sehr gut. Schön. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Zwar war ihre Gestalt ganz anders, als man sich erzählt, aber es muss sich dabei um Dementos, Boreos und Voltolos gehandelt haben. Ja, dazu kommen wir gleich. Hier in Einhall gibt es ein Pokémon namens Voltolos. Ja, sehr gut, das weiß ich auch, ne? Ja, sie fliegen durch die Region, ne? Also diese drei Pokémon hier konnte man in der ersten Edition wirklich hier alle, nein, ich glaube, eins davon fangen, ne? Also in den zwei Editionen konnte man, glaube ich, in der einen konnte man Voltolos und in der anderen das Boreos fangen. Hallo, Mama hier, wo bist du denn gerade? Wie, auf Route 7? Das ist ja toll. Und, verstehst du dich auch gut mit deinen Pokémon? Du darfst nie vergessen, dass du es den Pokémon zu verdanken hast, dass du so viel herumkommst. Dafür solltest du ihnen stets dankbar sein und zügig ein Pokémon-Center aufsuchen, wenn sie angeschlagen sind. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe selbst mal am Empfang eines Pokémon-Centers gearbeitet. So, das war's für den Augenblick von mir. Also das finde ich cool, ne? Sie war einmal Schwester Joy, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ne? Also, finde ich recht cool. Zurück zu den Drecksäcken, zu den Pokémon, ne? Drecksäcken Pokémon klingen voll dumm. Die drei konnte man, also man konnte zwei Stück in einem jeweils den einen Spiel erhalten. Und das andere konnte man, das dritte konnte man in den beiden erhalten, aber nur wenn man das andere besitzt. Also man braucht die zwei in einer Edition, um das dritte zu bekommen. Ich habe das irgendwie noch nie versucht. Ich glaube, das werde ich auch lassen, denn irgendwie sagen mir, das Wolkentrio finde ich jetzt nicht so cool. So an sich eigentlich, ne?
Und ich hätte mir schon eine geile Story mit denen erwünscht, also das konnte man schon irgendwie inszenieren, aber irgendwie ist auch daraus nicht viel geworden, ne? Schade aber. Und in diesem Spiel kann man leider keins davon fangen, was ich sehr, sehr dumm finde, wirklich doof. Das ist... Komm! Ich meine, das hätte man hier locker reinbauen können. Ich meine, es ist genau das Spiel von den neuen Pokémon, von den neuen legendären Pokémon. Und es soll halt in dem Spiel hineingehören. Ich weiß auch nicht, warum sie das rausgemacht haben. Und stattdessen haben sie andere legendäre Pokémon hinzugefügt, so wie Heatran und Cresselia, glaube ich, auch noch. Und ich habe keine Ahnung, noch weitere alte Pokémon, die gar nichts in diesem Spiel verloren haben eigentlich, ne? Und ich raff das nicht, ganz ehrlich. Dass man die in mehreren Spielen ja nicht bekommt, ist einfach dumm. Aber okay. Man muss damit leben. Ja, und sie haben außerdem in diesem Spiel neue Formen, ne? Ich glaube, die bekommt man nur mit diesem, wie heißt das Spiel? Traumradar, ne? Da muss man sie da irgendwie so fangen und sie dann hier auf diesem Spiel rüber schicken. Dann hat man sie so sofort, ne? In ihrer anderen Form. Also ich werde irgendwann mal später so einen Cheat aktivieren, um die drei zu bekommen. Damit ich euch die zeigen kann, ne? Denn ansonsten kann ich die hier nicht bekommen. Und das wäre schon so an sich cool. Und ja, ich möchte euch hier gerne in diesem Let's Play wirklich das meiste vom Spiel zeigen. Also das liegt mir sehr am Herzen. Denn, ja, ich würde so, ne? Also ich mache das gerne. Wenn ich ein Spiel vorstelle, dann will ich gerne alles vorstellen, ne? Also ich möchte auch, wenn ich ein Let's Play sehe, wirklich alles gesagt bekommen, was interessant sein könnte, wenn ich nichts darüber wissen würde. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man das alles halt zeigt und sagt. Warte, ist mein Dings hier paralysiert? Kann es sein? Er ist Aaron, du bist paralysiert, wie kommt denn das? Irgendwie fällt mir gerade auf, dass ich voll immer viel Scheiße laber während dem Let's Play, ne? Also ich hatte gar kein Thema, bevor ich angefangen hatte. Nicht ein einziges. Weil ich einfach, ich mach's einfach immer so, ich stürze mich ins Geschehen, ohne zu überlegen, und dann kommen die komischsten Sachen auf mich zu. Ich finde das so geil, ne? Da kommen so kreative Ideen in meinen Kopf rein, nur wegen dem Reden hier, ne? Ich finde das einfach atemberaubend. Und, ja, was könnte mir jetzt einfallen? Jetzt könnte ich über einen Clown hier reden, ne? Mögt ihr Clowns? Ich nicht. Ich war noch nie in einem Zirkus, ne? Ich glaube, das muss ich mal nachholen. Einfach spaßeshalber, weil ich das noch nie gemacht habe. Also ich habe irgendwie so vor, im Leben so das meiste zu machen. Also alles, was es halt so gibt, was irgendwie spaßig sein könnte, was man erlebt haben sollte, will ich mal so machen, ne? Und ja, ein Dings hier besuchen, warum nicht, ne? Ich meine, man soll einfach so viel machen im Leben, wie man kann. Und ja, ich glaube, das werde ich mir irgendwann mal gönnen, ne? Spaßeshalber. So, nicht Flammenwurf. Flammenwurf könnt ihr ihm beibringen, aber er ist nicht auf den Spezialdings ausgesetzt. Von daher ist es, naja, nicht wirklich so vorteilhaft, es ihm beizubringen. Aber man kann es ihm beibringen. Ich finde Brandstempel besser, aber da kann man das Ganze für sich entscheiden. Hier können wir noch nicht hin. Diese Hülle ist zu, denn der hier sagt: Ich bin Eugene, meines Zeichens einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Du scheinst mir ein durchaus vielversprechender Trainer zu sein. Allerdings ist der Wendelberg im Moment nicht zugänglich. Das Innere ist nämlich eingestürzt und man kann es nicht durchqueren. Also ich hatte mal so offscreen, ne? Also in meiner japanischen Edition, war ich mal mit einem Cheat durch den hindurch gegangen und bin in der Höhle reingegangen, ne? Und da sieht man, dass die Höhle gar nicht eingestürzt ist, ne? Also man wird hier belogen, ne? Einfach mal belogen. Denn die Höhle ist noch komplett, ne? Aber das bekommt man immer gesagt, wenn man halt in einem Ort sich nicht begeben soll, wo man halt noch nicht darf, ne? Den, glaube ich, kann man erst betreten, wenn man die Pokémon-Liga geschafft hat, glaube ich sogar. Sicher bin ich mir nicht. Okay, ich werde jetzt noch kurz gucken, ob man Alo-Kanonade meinem Affen, also ob ich ihm die beibringen kann. Das wäre schon gar nicht so schlecht zu an sich. Ich glaube bei dem hier, ne? Es sollte der ja sein. Die Attacke, die eine Attacke, die ultimative. Okay, er kann sie ja lernen. Cool. Okay, ich gucke mal, ob das wirklich irgendwie was ist. Es ist eine Spezialattacke. Seht ihr dieses komische Zeichen, diesen Kreis? Ne, ich werde sie ihm nicht beibringen. Die ist zwar gut, aber ich riskiere nicht gerne. Vielleicht später, nein. Gar nicht, ne? Ich lasse es einfach sein, ne? Das werden wir dann eben nicht machen. Wir machen es nicht. Also ihr könnt es wirklich machen. Also, falls ihr Bock auf die Attacke habt, falls ihr ein anderes Starter-Pokémon habt wie Otaro, könnt ihr dann ihm die Wasserattacke Aqua Haubitze beibringen.
oder eurem Seppi-Feuer halt, wie heißt das andere, Fauna-Statue, glaube ich, heißt es, könnt ihr wirklich beibringen, falls seine Werte genau dementsprechend, was die Attacke ist, ne, könnt ihr das auch so ruhig machen, so. Nein, der möchte bestimmt kämpfen, der Züchter wieder, ne, du wolltest mich reinlegen, Züchter, ne, klappt nicht. So, ich glaube, das war's aber auch für diesen Part, Leute. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ich hoffe nicht lang, denn ich hab jetzt so krass viel gelabert. Ich kann mich gar nicht erinnern. Hier ist der Turm des Himmels. Und den werden wir im nächsten Part erforschen und gucken, ob Professor Escher noch da ist. Und hier sollte es ein verstecktes Item geben. Gibt es auch, ein Minipilz. Und den kann man sich, glaube ich, jeden Tag nehmen. Die wachsen immer nach. Und den werden wir dann erst im nächsten Part erforschen. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Bladeus.